Ja, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 18, dem WM-Modus. Wir sind nun im WM-Halbfinale angelangt. Es sind nur noch 4 Partien. Dann ist die WM ja vorbei mit den 2 Halbfinalpartien, mit dem Spiel um Platz 3 und letztendlich das große WM-Finale am 15. Juli. Endet dann quasi die WM und haben dann einen Weltmeister. 4 Mannschaften sind noch dabei mit Frankreich, Belgien, Kroatien und England. Heute spielen wir Frankreich gegen Belgien, die ja am 10.07. um 20 Uhr in St. Petersburg spielen. Die Aufstellung könnte so aussehen, beziehungsweise wir werden da ein bisschen was abändern auf Frankreichs Seite, denn Tolisso wird nicht spielen, und zwar wird Matuidi spielen. So, ich habe ein bisschen umgestellt, und zwar habe ich das so gemacht. Also ich habe nochmal geguckt, wie Frankreich so von der Aufstellung her gespielt hat. Und so ist ungefähr eher das System, was Frankreich spielen wird. Deshalb habe ich das mal gerade umgestellt. Belgiens Aufstellung gucken wir gleich an. Und ja, auf jeden Fall eine starke Aufstellung. Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Conte, Pogba, Matuidi und dann natürlich vorne mit Giroud, Griezmann und Mbappé. Also, besser geht's eigentlich nicht. So ziemlich. Also klar, man hat noch einen Dembélé draußen, mit dem man was machen kann. Natürlich gibt es noch Spieler, mit denen man eigentlich rechnen könnte, aber verletzt sind. Ich sage jetzt mal, Coman wäre zum Beispiel ein Kandidat gewesen, der gespielt hätte, normal, wenn er nicht verletzt wäre. Aber man kann es sich nicht aussuchen. Es ist halt so, Pech gehört da irgendwo manchmal dazu. Natürlich auch ein Benzema, ist ja auch ein guter Stürmer an sich. Aber der jetzt hier bei der WM gar nicht nominiert wurde, wie auch Coman. So, dann stelle ich das noch gerade um, dass wir halt neutral sind. Ich wollte das nur umstellen, weil Frankreich halt nicht diese Aufstellung halt spielt. Bei Belgien ist es irrealistisch, dass sie so spielen, habe ich gerade gesehen. Ich guck mal gerade. Ja, Belgien spielt eigentlich immer so. Also Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Meunier, dann Chadli, Witzel und Fellaini, dann De Bruyne, Lukaku und Hazard. Wir können nochmal, ich gucke nochmal gerade, wie die gespielt haben. Zum Beispiel im Viertelfinale. Dann denke ich, dass sie so eigentlich auch immer gespielt haben. Also ich habe nie genau drauf geachtet, nur bei Frankreich ist es mir halt sehr, sehr stark aufgefallen. Und wenn ich hier richtig sehe, haben sie eigentlich auch so ziemlich so gespielt. Nur, dass halt jetzt eher mit einer Dreierkette gespielt oder Meunier ein bisschen offensiver. Aber ich denke mal, das ist insoweit okay. Bei Frankreich ist es nur umgestellt. Ist schwer, ich kann halt mit zwei Mannschaften leider nicht umstellen. Ich kann nur eine umstellen. Und ich habe es jetzt bei Frankreich gemacht, jetzt unabhängig davon. Einfach weil es ist sicher, dass Matuidi spielt. Also ich glaube, auch wenn ich gerne natürlich als Bayern-Fan natürlich Tolisso gerne spielen sehen würde, aber es ist wohl ganz klar, dass halt Matuidi spielen wird. Also darum habe ich diese Umstellung gemacht. Also nicht, weil ich jetzt für Frankreich oder für Belgien bin, aber wie gesagt, es ist eine Top-Partie, kann man sagen. Ein Match, was finalwürdig ist, kann man sagen. Man hätte mit beiden Mannschaften schon gerechnet, dass sie so weit kommen, muss man sagen, im Vorhinein. Also dass Frankreich so ziemlich ein Top-Favorit war, das war klar. Dass Belgien eigentlich so ziemlich ein Geheimfavorit war, war auch so, das war auch 2014 der Fall. Und sind beides auch starke Mannschaften mit einem starken Kader. Und ja, es wird, denke ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir können ja noch auf die Viertelfinalpartien eingehen. Das Spiel Frankreich gegen Uruguay war, naja, also klar, der Sieger, der es letztendlich war, wurde es auch. Es war halt der erwartende Sieg für Frankreich. Aber einmal eine Standardsituation, die gut ausgeführt war. Und dann halt ein Schuss von Griezmann, der eigentlich haltbar ist. Also den hätte jeder Keeper halt gehalten. Auch ein Muslera normalerweise. Aber in dem Fall hat er halt jetzt gepatzt. Also so ein bisschen hat es natürlich schon ein bisschen an Karius erinnert. Also nicht beim ersten Tor. Also nicht diesen ganz krassen Fehler, sondern halt das Tor von Bale halt beim dritten Tor. Also nicht, wo das Benzema-Tor war, sondern beim dritten Tor halt, wo er dann ein bisschen flutschen ließ. Und das war ja auch hier der Fall von Muslera. Und das hat letztendlich das Spiel gekostet. Man hat natürlich auch gefallen bei Uruguay, dass halt ein Cavani gefehlt hat. Also ein Cavani und ein Suarez da zusammen, das ist schon wichtig gewesen für Uruguay. Und ich habe ja auch gesagt, wenn Cavani fit ist, dann oder wenn beide zusammenspielen, dann ist es schwer. Aber da das halt nur Suarez gespielt hat, war es schwer, sich zu fixieren. Und das war eine gute Chance. Aber
Daraus wurde nichts. Ja. Man merkt schon hier so, dass die Mannschaften relativ gleich stark sind. Also, was natürlich gut ist. Also, dass es halt für eine ausgeglichene Partie sorgen wird. Und ja, ich bin mal gespannt. Also, auch man muss sagen, auch wenn die jetzt von der Aufstellung her so, wie sie spielen, auch spielen, natürlich ändern sie, variieren, dass man zum Beispiel ein Mbappé sich fallen lässt, dass ein Griezmann sich fallen lässt, dass ein Giroud in die Spitze geht und so weiter. Also solche Sachen halt, ne? Aber das wird natürlich hier nicht der Fall, das kann man nicht alles ganz umstellen. Und ja. Ich kann auch mal nur so viel sagen. Es ist geplant auch, dass wir zu der WM, also wir haben ja schon eine Preview zur WM gemacht, dass wir auch eine Review zur WM machen, ist zumindest geplant. Das müssen wir mal gucken, weil ich denke mal, diejenigen, die halt meinen Kanal verfolgen, wissen ja auch, dass ich einen Wrestling-Channel habe. Also bitte nicht Wrestling, sondern auch Wrestling-Content mache. Und nach dem WM-Finale ist ja auch, also an dem Tag ist ja auch ein Pay-Per-View, den ich gucken werde und wo auch eine Review und so alles da. Dort würden wir dann natürlich die Weekly-Shows von den Wrestling-Events gucken wir auch und werden auch Reviews kommen. Aber es wird, soll geplant sein, dass wir auch zur WM eventuell eine Review machen. Weil es uns sehr viel Spaß gemacht hat mit der Preview und ich sag mal, so solchen Sachen kann man das auch mal machen. Finde ich. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn man auf was Lust hat, dann soll man es auch tun. Ne? Wie man es so schön sagt. So, und jetzt Pogba mit einer Chance. Griezmann. Oh! Matuidi, der gelb gesperrt war gegen Uruguay. Aber gut. Dann, ja, wie gesagt, war nicht souverän, aber ich sage, Frankreich ist ein verdienter Sieger. Das V war unnötig. Von Witzel. Also von daher, ja, würde ich sagen, verdienter Sieger, aber nicht souverän, sagen wir es mal so. Hazard verletzt. Auswechseln? Ich glaube nicht. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber anscheinend nur verletzt hat oder so. Könnte sein, dass er wieder fit wird. Abseits. Ja, Belgien gegen Brasilien war ja auch so ziemlich die Top-Partie vom Viertelfinale. In der ersten Halbzeit war Belgien besser. Da haben sie auch zwei Tore direkt gemacht. War natürlich beides schön rausgespielt. Natürlich vor allem das zweite Tor mit De Bruyne, das war richtig stark rausgespielt. Und ja, natürlich hatten auch Brasilien in der zweiten Halbzeit versucht zurückzukommen. Hat dann auch ein Tor gemacht mit einem schönen Ball von Coutinho zu Renato Augusto, den man vielleicht noch kennt von Bayer Leverkusen. Und dann hat Brasilien noch Chancen gehabt. Also es hätte 2-2 ausgehen können. Courtois hat natürlich überragend gehalten. Gerade beim letzten Schuss gegen Neymar war natürlich sehr, sehr stark. Und man muss natürlich über eine Szene reden, über die natürlich viel diskutiert wurde, was irgendwo auch spielentscheidend war, weil mit der Konstellation und wenn das wirklich passiert wäre, hätte natürlich auch das Match sich ändern können. Denn ein Elfmeter hätte gegeben werden müssen für Brasilien bei einem Foul. Ich weiß nicht, wer gefoult wurde. Ich glaube von Gabriel Jesus. Und das Foul wäre eigentlich ein Elfmeter. Laut Video war es nicht. Ich glaube, der Schiri hat es, glaube ich, auch gar nicht angeguckt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, er wurde nicht gegeben. Für mich wäre es ein klarer Elfmeter gewesen. Und ja, da hatte Belgien in dem Fall Glück gehabt. Und ja, letztendlich hat der Schiri so oder der Videoschiri so entschieden. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ja, er hat es so halt gesehen. Seine Wahrnehmung war halt so, weil von den Bildern war es eigentlich eindeutig, dass es eigentlich ein Elfmeter war. Oder ob der Schiri vielleicht eins reinwirken will, um damit er nach Hause fährt und ein anderer Schiri dran ist und so weiter. Gibt es ja auch die Sachen, also man darf nichts ausschließen. Aber wie sage ich so schön? Der Torwart hat, der Torwart, der Schiri hat so entschieden. Muss man halt akzeptieren, so bitter es auch ist. Und es kann weitergehen. Ne? Und dann, ja, hat sich Belgien durchgesetzt. Belgien ist ins Halbfinale gekommen. Hat es geschafft, hat so ziemlich eine kleine Sensation geschafft. Man muss jetzt sagen, es war jetzt nicht völlig überraschend, weil man Belgien sowas auch zugetraut hat. Und Belgien, wie gesagt, eine starke Mannschaft einfach ist.
Aber was halt wichtig ist, ist halt mit diesen ganzen individuellen Spielern halt eine gute Mannschaft zu formen. Und das klappt anscheinend auch bei Frankreich mit Didier Deschamps, der es sehr, sehr gut macht. Aber wie ich sagen würde, oder was ich immer gesagt habe, Frankreich spielt nicht schlecht, aber Frankreich kann noch besser sein. Gerade vom Potenzial, gerade vom Kader, was die haben. Also, ich sag's nur, die Innenverteidigung, Umtiti, Varane, bei Barca und Real. Dann das Mittelfeld. Das ist brutal mit Matuidi, mit Pogba, mit Kanté. Jetzt geht Matuidi raus, Tolisso ist auch ein sehr, sehr guter Mann. Und die Offensive ist brutal mit Griezmann, mit Mbappé und Giroud, der auch eine wirklich starke WM spielt. Also, es geht besser. Dann hat man noch einen Dembélé draußen, zum Beispiel. Also, es geht besser. Also, es geht auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach. Aber momentan reicht es. Man muss halt sehen, wie sie halt gegen Belgien spielen. Und Belgien, wie gesagt, waren vor 4 Jahren gut. Genauso wie auch Frankreich auch. Nur gegen Deutschland halt gescheitert sind. Und Frankreich ist, Belgien ist ja an. An wen sind sie denn gescheitert? An den Niederlanden? Nee, nicht an. Nee, Moment. Viertelfinale. Wer kam ins Halbfinale? Brasilien hat es gegen Uruguay. Kolumbien geschafft, Deutschland hat es gegen Frankreich geschafft. Argentinien und die Niederlande. Es kann sein, dass die Argentinier den rausgeworfen haben, weil ich glaube, die Niederlande hat ja gegen Costa Rica gewonnen. Also müsste es Argentinien gewesen sein, die gegen Belgien gewonnen haben. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich kann ja mal nebenbei nachgucken, was passiert ist. Dann haben wir es direkt aufgeklärt und dann müsst ihr nicht nachgucken. So. Viertelfinale. Genau. Belgien, Argentinien 1-0 ist sogar passiert. Und das goldene Tor hat Gonzalo Higuaín geschossen. Okay. Dann lag ich anscheinend richtig. Also, es war nur so eine Überlegung, weil halt die vier Halbfinals vor 4 Jahren waren ja Deutschland, Brasilien, Argentinien und die Niederlande. Wo ja Deutschland und Argentinien weitergekommen sind. Brasilien wurde ja Platz 4, Niederlande Platz 3, Deutschland Platz 1 und Argentinien Platz 2. Ich denke mal, das Resultat kennt man ja, aber gut. Ja, Belgien ist halt an die gescheitert. Sie sind jetzt einen Schritt weiter, sind ins Halbfinale gekommen. Müssen jetzt den Schritt noch machen ins Finale. Und ja. So, Pavard, der jetzt irgendwie eine andere Position gefunden hat. Und jetzt Griezmann. Okay, Pogba hat den Ball noch. Und nochmal ein Foul. Einen Freistoß. Oh, jetzt geht Pavard raus. Jetzt kommt Thomas Lemar. Auch ein sehr, sehr starker Spieler. Ja, Griezmann mit einem Freistoß. Er könnte was draus machen. Er könnte ihn reinmachen. Oh! Der war nicht schlecht, aber Courtois hält den. Courtois hält den Ball. Ich wollte sagen ehemaliger Mannschaftskollege, aber ich weiß nicht, als Courtois noch bei Atletico gespielt hat, Griezmann da schon gespielt hat. Das weiß ich gerade nicht, deswegen bin ich da vorsichtig. Oh, der Schuss war schwach von Eden Hazard, dem Kapitän. Und es steht immer noch 0 zu 0. Es bahnt sich eine Verlängerung an. Und bahnt sich einer an? Ja, es bahnt sich einer an. Eine Verlängerung. Und die spielen wir natürlich auch. Ist ja klar. Und natürlich im klassischen Sinne. Kein Golden Goal, kein Remis und auch kein sofortiges Elfmeterschießen. Aber gut, jetzt ist Giroud raus, jetzt ist Dembélé drin. Also noch ein bisschen was für die Geschwindigkeit. Ich glaube, Frankreich hat sogar umgestellt von ihrer Taktik her. Wir können ja mal gerade gucken, ob Frankreich von ihrer Taktik her anders aufgestellt ist. Ich sehe schon. Ja. Ein 3-4-3. Also. Noch offensiver.
Belgien hat so aufstellen gelassen, aber hier, das ist schon stark offensiv. Aber wenn es funktioniert, dann ist es natürlich gut. Aber muss mal sehen. Oh, ich hätte schon Bock auf den Elfmeterschießen, muss ich sagen. Irgendwie so ein bisschen Spannung rein. Also, das ist schon was. Also ich muss sagen, es ist halt schon interessant, so als neutraler Fan das zu gucken und dann so denken, okay, was passiert nun? Also nicht so wie bei Deutschland. Also klar, da ist es noch spezieller, weil es halt, wie gesagt, da bist du ja Fan von einem Land und dann bist du immer noch emotionaler bei, als man so ist. Also, und daher ist es schon interessant. Also, bitte. Emotional, also ich bin mit Emotionen dabei so, ah, schade, oh je. Und er macht ihn oder macht ihn nicht so solche Sachen halt. Aber ich so, wenn er jetzt verschießt, nein, das darf nicht wahr sein, nein, die Welt geht unter, oder? Ja, wir werden Weltmeister. So die Gedanken halt, was man kurz danach hat. Klar, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne, ja, wir werden Weltmeister. Aber gut. Ja. Tielemans. Fellaini, also die Frage ist halt, wird es in der Verlängerung überhaupt entschieden oder muss das ehrfürchtige Elfmeterschießen kommen? Und das Glück entscheidet. Lukaku, Pogba, oh stark. Aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Die erste Halbzeit ist vorbei, jetzt die zweite Halbzeit. Mal sehen, ob sie noch was bringen wird. Jetzt Witzel, Vermaelen, Hazard. Und Tolisso. Kylian Mbappé, longtemps. So wie es immer der Kommentator sagen will bei FIFA. Kylian Mbappé, longtemps. Oder longtemps. Ich bin nicht gut in Französisch. Ich kann es eigentlich nicht wirklich gut. Also ein bisschen halt, aber. Naja. Ich würde sagen, ich könnte mich jetzt nicht mit einem normalen Franzosen unterhalten. Also da ist mein Englisch natürlich besser. Also in Englisch kann ich mich gut kommunizieren. Also ich muss jetzt nicht unbedingt England nehmen, weil ich jetzt nicht fließend sprechen kann oder. Wie weiß ich, also ich kann es schon sprechen, aber nicht gut. Aber manchmal ist es halt so, ich vergesse halt mal Wörter, die ich eigentlich jetzt sagen würde. Das gehört leider auch dazu. Aber gut, das ist jetzt hier nicht wichtig, sondern wichtig erstmal, was passiert nun? Romelu Lukaku. Nochmal Lukaku. Und De Bruyne. Flanke, zu Hazard, aber das funktioniert nicht. Und das Spiel ist gleich vorbei. Jetzt holt den Lukaku sich den Ball wieder. Und nochmal De Bruyne. Und nochmal einen Eckball. Kann vielleicht Belgien hier die Entscheidung sorgen? Anscheinend nicht. Noch ein Eckball. Und jetzt noch einmal. Natürlich will Belgien jetzt nicht alles riskieren, weil ein Konter kann schnell passieren. Aber wird es das gewesen sein? De Bruyne. Noch ein Eckball. Es wird dramatisch. Was passiert nun? Der Eckball könnte Auswirkungen haben. Aber Loris hat den. Loris hat den. Und es kommt zum Elfmeterschießen. Ja, zum ersten Mal ein Elfmeterschießen hier. In diesem Orakel. In dieser Vorschau hier in dem Sinne. Und mal sehen, was passieren wird. Also, komisch jetzt so ein Elfmeterschießen jetzt zu kommentieren, was ich jetzt simuliere und nicht selber spiele. Aber das wird interessant. Hier sehen wir Frankreich, Didier Deschamps bespricht die Taktik, überlegt natürlich, wer die Elfer schießt. Und ich würde mal sagen, wir gehen auch direkt rein. Ja, Courtois gegen Paul Pogba. Pogba eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze. Und mach ihn. Er macht ihn nicht. Viel zu lässig. Viel zu lässig. Und Hazard. Ganz cool. Der Captain macht den rein. Jetzt Ousmane Dembélé. Und Courtois hält. Courtois hält den zweiten Ball. Und jetzt kommt Witzel.
machte das Tor. Und er verschießt auch. Er schießt ihn drüber. Antoine Griezmann. Eigentlich ein sicherer Schütze. Und er macht ihn rein. Antoine Griezmann macht das Tor. Und jetzt Romelu Lukaku. Gegen die Bayern hat er damals verschossen. Heute nicht. Und jetzt Kylian Mbappé. Lothar. Und Mbappé macht ihn auch cool rein. Und De Bruyne. Er muss treffen. Er muss treffen, damit der Vorsprung bleibt. Und er trifft. Und er trifft. Und jetzt ist es schon eine Drucksituation. Jetzt darf Corentin Tolisso nicht verschießen. Und macht ihn. Er macht ihn. Er macht ihn. Er macht ihn rein. Und jetzt kann die Entscheidung gesorgt werden. Tielemans. Und macht ihn. Er macht ihn nicht. Loris hält den Ball. Das Elfmeterschießen geht weiter. Lemar hält den Courtois. Courtois hält den Ball. Und jetzt die Entscheidung. Durch Vertonghen kann Belgien ins Finale, ins WM-Finale eintreten. Wenn er trifft, dann ist Belgien im WM-Finale. Kann Loris halten? Er kann ihn nicht halten. Belgien ist im WM-Finale. Sie haben es geschafft. In einem Elfmeterschießen setzen sie sich durch. Loris konnte den fünften Ball abwehren. Aber diesmal war Courtois zu stark. Courtois hat 3 Elfer verwehren können. 2 konnte er halten. Einer ging drüber. Beziehungsweise gegen die Latte von Paul Pogba. Und damit ist Belgien im Finale. Und Frankreich scheidet aus und spielt nun um Platz 3. Ja, ein Spiel, wo es keinen Sieger gab nach 120 Minuten. Und ich muss ehrlich sagen, so ganz unrealistisch ist es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass nach 120 Minuten 0-0, 1-1, 2-2. Es kann aber auch ein knapper Sieg werden für beide Mannschaften. Ich muss sagen, ich tue mich sehr schwer, wer hier weiterkommen wird. Ich würde es beiden Mannschaften gönnen. Sind ja beide für mich Top-Favoriten auf den Titel. Neben Kroatien. Für mich so die Favoriten auf den Titel, wo ich nach dem Gruppenphase gesagt habe, Frankreich, Belgien und Kroatien sind für mich die Favoriten, weil die mich ziemlich am meisten überzeugt haben. Belgien so in der Gruppenphase ganz gut waren, Kroatien ganz gut. Und Frankreich haben zwar auch ihre Spiele gewonnen, haben mich aber nicht so krass überzeugt. Aber wie gesagt, vom Team her sind die ziemlich, ziemlich stark. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, boah, ich tue mich schwer. Also, Frankreich kann es werden, behaupte ich einfach mal, und sind eigentlich ganz, ganz gut. Ich sage jetzt einfach mal Belgien, weil Belgien einfach jetzt noch nie Weltmeister war und einfach ins WM-Finale und sich mal den WM-Titel mal holen sollten. Oder einfach mal in einem WM-Finale mal zu stehen. Frankreich war ja schon mal Weltmeister und vielleicht einfach Belgien, weil sie einfach die Chance haben, Weltmeister zu werden. Aber jetzt, es ist nur auf den Grund, also ich könnte mich für beide Mannschaften nicht entscheiden, weil erstens ist es mir ja nicht egal, wer weiterkommt, in dem Fall. Und zweitens, wenn es jetzt Belgien wird, ist es cool für Belgien, wenn Frankreich wird, ist auch cool, wenn Frankreich wird. Also ich bin da, wie ich schon gesagt habe, relativ neutral. Aber ihr könnt gerne auch immer in die Kommentare schreiben, wer wird für euch weiterkommen. Wird es Belgien schaffen, wie auch immer. Wird es Frankreich schaffen, wie auch immer? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie es passieren wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.